Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breach and Clear. Wir sind nach einer ganz kurzen Pause wieder da. Nach ein paar Dummheiten von mir angestellt und so weiter. Mexiko, Mission Nummer 5. Let's go. Okay, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich habe alles wieder richtig eingestellt. Kovac und Hoffmann gehen bei A rein, bei B geht... Upsala. So. Mafia geht bei G rein und Müller geht bei A, C rein. Team, stärker. So. Ja, doch. Kann man so machen. Kavec geht hier hin und wird den Blick dorthin richten. Hoffmann wird Done. Sich hinter ihm halten und zwar hier in diesem Bereich und wird in diese Richtung schauen. Dann sind wir erstmal im Raum drin und dann ist alles On gut. It. Der gute Mafia. Rupp, schauen wir mal dahin. Geht hier hin und hat den Blick auf den kompletten Raum. Und der Squad-Chef mit Namen Müller wird einfach mal hier rein flitzen und dorthin gucken. Ich denke mal, das passt. On moving. Und los geht's. Contact. Okay, ein paar Schusswechsel. Nichts Großes. So, schauen wir mal. Wie sieht das hier aus? Der ist gekippt, das heißt, mit dem Müller können Roger. Wir schon mal weitergehen. So, der darf dann schon mal dahin gucken. Das sieht sehr gefährlich aus. Der Maffei, der muss mal hier hin und kann dann diesen Bereich im Blick halten. Ist vor den anderen beiden dort oben hier gedeckt. Und, Yes, sir. Der Herr Hoffmann wird einmal hier hin. Nein. Das nehme ich zurück. Der Herr Hoffmann wird hier hingehen. Und als zweites dann hier hin nachkommen und dorthin gucken. Ich hoffe, das klappt so. Done. Und der Herr Gavitsch wird dort in die Ecke. Und los yes. geht's. Wahnsinnig gefährlich. Wir verlieren gleich einen. Der Maffei kriegt ordentlich auf den Sack. Okay, Done. Müller geht hier um die Ecke und wird sich so positionieren. Maffei Check your corners. Geht hier hin, schaut nach dort und wird hoffentlich nicht von den anderen erwischt. Consider it done. Kavec hier hin und hält den Ausschau nach dort oben und Roger. Hoffmann wird sich hier positionieren und kann dann dort noch unterstützen, hoffentlich. Und los. Yes. Mehr oder weniger gut. Müller ist ein bisschen... Oh, und der Maffei, der ist auch nicht mehr so ganz fit. Und Maffei ist rot und Kavec ist gelb. Mal schauen, wie das so wird. Gehen wir dorthin mit Kavec. Der wird dahin gehen. Müller wird... hier in die Ecke und dort drauf zielen. Hoffmann Roger. Begibt sich dahin und schießt oben hin. Und der Maffei, der Got muss it. Echt vorsichtig sein, den schicken wir mal dahin und der kann ein bisschen dahin schießen. Los! On. Kavec hat's erwischt. Soldier down. Da war ein Schrotflinte-Typi. Der war ein bisschen zu Fille. Okay, wie sieht's da aus? Maffei, puh. Hoffmann, hast du Flashbang? Jawohl. Das wirfst du mal bitte dahin. Roger. Dann wird Müller sich hierhin bewegen. Maffei wird sich hierhin bewegen mit Schussfeld darauf. Ich hoffe, das klappt. Nicht. Maffei, wir haben es verloren in diesem Match. Ich bin einfach nicht so konzentriert nach der Unterbrechung. Zwei Sternchen. Mal gucken, ob das reicht. Wenig EP. Etwas weniger Geld als sonst. Na gut, einfach fortführen. Fortfahren. MK17 freigeschaltet. Missionen. Wir können Russland nicht auswählen. Warum nicht? Sag mir, warum kann man nicht Russland auswählen?
Und Kolumbien kann man auch nicht auswählen. Haben wir tatsächlich zu wenig Sterne? Müssen wir jetzt Sternchen sammeln? Ich glaube, wir müssen Sternchen sammeln. In Deutschland haben wir alles perfekt abgeschlossen. Afghanistan könnten wir sammeln. Da haben wir noch Missionen, die wir nicht perfekt abgeschlossen haben. Und natürlich auch Mexiko haben wir auch Missionen, die wir nicht gut abgeschlossen haben. Ich weiß es nicht. Bomb Diffusal. Machen wir das erst, oder? Also die haben wir alle frei. Afghanistan und Co. Wobei, sind das dieselben? Nur mit anderen Zielen? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, wir müssen Bomben entschärfen, offenbar. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Afghanistan. Schauen wir uns die Operation Deep Mist an. Die müssen wir dann mit 4 Sternchen abschließen, hoffentlich. Puh, ist lange, lange her. Eigentlich nicht, aber... Team Stack. Dennoch fühle ich mich gerade so. So, ich glaube, hier im ersten Bereich war nichts. Stehen taten die dann hier hauptsächlich. Das heißt, wir positionieren uns dort. Stay sharp. Dort. Consider it done. Dort. Got it. Und dort. Rein. Got it. Moving. Okay. Ich habe mich vertan, aber das ist noch nicht schlimm. Kavitsch kommt hier hin und wird diese Tür sichern, während der Rest des Teams diesen Raum einmal übernimmt. Und Hoffmann hier in die Mitte mit Sicht auf die Tür. Auf geht's. On it. Moving. Und das war's auch schon. Das dürfte 4 Sterne gegeben haben, oder? Perfekt, super. Ich habe das Gefühl, die Gegner sind woanders positioniert. Teilweise. Und wir kriegen nochmal Geld und Erfahrung. Level Up für Maffei. Und Doc Hoffmann. Und für Vitali Garic. Schön. Das heißt, wir machen die Spezialfertigkeit erstmal auf 90. Oh, oh, schade. Und da auch auf 90. So, Next Mission. Oh, Moment, ich muss ins Menü. Oh ja, wir hätten die direkt machen können. War das diese gerade? Ja. Gut, dann machen wir die. Da kriegen wir auch Pünktchen, Sternchen. Und dann müssen wir wechseln. Also Mission 3 und 5 müssen wir machen in Afghanistan. Oh ja, ich erinnere mich. Das lief nicht so gut. Ich möchte ungern durch diesen Raum kommen, hier reingehen. Fangen wir bei A an mit Kavitsch und Hoffmann. Bei B geht Maffei rein und bei D Müller. Team, stack up. Okay. Das heißt, Nummer 1, Kavitsch geht dahin. Hoffmann begibt sich hierhin und mit Blick da, nach da. Maffei begibt sich hierhin mit Blick nach so. Und Müller verzieht sich gleich hier hinter die Deckung und hat Blick in die Richtung. Los. Consider it done. Okay. 3 ausgeschaltet beim Reinstürmen. Hier waren jetzt welche und dort, ne? Das bedeutet, wir begeben uns mit... Yes, sir. Consider it done. Kavitsch. Hierhin. Nein. Moment, das war komplett rückgängig. Gehen mit ihm so hin. Gucken da rein. Und Hoffmann geht dorthin und guckt so hinein. Maffei geht hierhin und schaut mit um die Ecke. Mit ihm möchte ich aber nicht da rein. Und der gute Müller begibt sich hierhin und schaut hier in die Gegend. On it. Moving. Okay.
Okay, da haben wir einen aufgedeckt. So, Kavitsch und Hoffmann bleiben in Position. Yes, Maffei auch. Done. Müller begibt sich hierhin und schaut von da in den Raum rein. Okay, das ist schon geklärt. Das heißt, wir können mit dem Team jetzt hier vorrücken. Kavitsch da oben. Hoffmann dort. Müller durch die Mitte. Und zugleich geht Maffei dorthin und geht die andere Seite absichern. Okay. We're done here. Das hat er gut gemacht, der Maffei. Ach Mist, kann nicht wahr sein. Wir haben einen Punkt zu wenig. Ein Stern zu wenig. Wenigstens hat Hans Müller ein Upgrade gehabt. Level up, so. Restart Mission, ich möchte das nochmal versuchen. Okay, wir steigen diesmal nur bei A und B ein. Müller und Maffei bei A und Hoffmann und Kovac bei B. Team stack up. Falsch rum eigentlich, aber egal. So. Team Nummer 1 geht hier und hier rein. Team Nummer 2 kommt von unten. Einer sichert in die Richtung und Müller kommt auch und sichert ebenfalls in die Richtung. Und los. Roger. Das ist hier noch sehr gefährlich, das sind einige jetzt. Die waren vorher tatsächlich nicht da. Gut, das müssen die hier oben erledigen. Das bedeutet, du wechselst schräg nach oben. Roger. Du wechselst schräg nach dort. Maffei wird hierhin wechseln, mit Blick nach hinten. Yes, sir. Und Müller geht hierhin und schaut schon mal in den Raum rein. Los. Stay moving. Contact. Okay. Niemand hat irgendwas gesehen. Das heißt, können wir mit Kavitsch dort eine Granate hinwerfen. Hoffmann kann eine Flashbang werfen. Ich hoffe, die sind dann ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Und ich hoffe, es verletzt sich niemand. So, Maffei kann jetzt auch noch mit rein. Und zwar geht der dorthin, während Müller hier hinter den Schreibtisch geht und nach oben guckt. Mal schauen. Gut, okay. Soweit erledigt. Dieser da ist jetzt ausgenockt. Und den wird Kavitsch übernehmen. Er geht direkt hier hin. Er schießt den, während Hoffmann nach oben marschiert und in den Raum guckt. Got it. Das macht Maffei von hier aus und Müller von hier aus. Und dann ist es geklärt und ich hoffe auf die 4 Sterne. Oh, Area is clear. Das war's schon. Komm schon, gib mir 4 Sterne. Ich dreh am Rad. Okay, gut. Schade, aber um euch nicht zu viel zu zumuten, machen wir jetzt eine andere Mission. Wäre sonst ein bisschen eintönig, wenn ich jetzt nur die eine Mission versuchen würde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ganz ehrlich nicht. Mission 5.